Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier in meiner Technik-Ecke. Ich möchte euch heute mal kurz zeigen, wie ihr ein Armband einer solchen Lorus-Automatik-Armbanduhr hier kürzen könnt. Natürlich nicht nur kürzen, sondern im Endeffekt auch verlängern. Der wichtige Schritt, den ich euch zeigen möchte, ist das Öffnen des Armbands. Und das könnt ihr tatsächlich nicht nur auf dieses exakte Modell hier RL447AX9 anwenden, sondern auch, ich holte mal eben hier runter, auf durchaus viele andere Lorus und unter Vorbehalt sage ich das auch Seiko-Modelle, denn Seiko ist ja die Mutterfirma von Lorus und soweit ich weiß, verwenden die bei vielen ihrer zumindest günstigen Uhren auch dieses System hier, die Armbänder zu öffnen und zu schließen. Lange Rede, kurzer Sinn. Falls ihr schon mal ein Armband gekürzt habt an einer Uhr oder vielleicht wenn auch nicht, dann ist euch vielleicht geläufig, dass das in der Regel hier geschieht, indem man diese Stifte hier seitlich rausschiebt, indem man die Uhr zum Beispiel idealerweise vorher hier in eine solche Vorrichtung einspannt und dann von oben mit einem entsprechenden schmalen Werkzeug hier die Armbandstifte rausschiebt. Das ist eigentlich die Vorgehensweise bei gefühlt 90% aller Uhren, nicht so bei Lorus und wie gesagt unter Vorbehalt auch bei vielen Seiko-Uhren. Wenn ihr euch das Armband nämlich mal hier von innen anschaut, dann bemerken wir hier schon einen ziemlich fortschrittlichen und coolen Mechanismus offenbar, der hier durch diese Pfeile gekennzeichnet ist. Die sind hier an den entfernbaren Gliedern vorhanden. Das sind hier auf der Seite 6 und auf der anderen Seite sind das, glaube ich, 2 weniger oder 1 weniger. Genau, das sind hier 5 Stück auf der Seite. Deswegen würde ich auch sagen, ich nehme die 2 Glieder, die ich entfernen möchte, hier auf der längeren Seite raus. So, wie gesagt, bei so einem klassischen Edelstahlarmband würde man jetzt hingehen, das Teil zum Beispiel hier schön einspannen irgendwo in eine solche Vorrichtung und im Endeffekt nichts anderes tun, als von oben zu drücken oder auch vorsichtig zu schlagen mit entsprechenden Werkzeugen. Lorus macht es uns hier aber wirklich einfach, wie ich finde, auch wenn es von diesem speziellen Verschluss hier auch nochmal Untervariationen gibt, wie ich gelesen habe. Kann also sein, wie gesagt, dass das bei eurem Modell auch geringfügig anders funktioniert. Und ich werde das Ganze jetzt übrigens auch mal ausführen, ohne das Armband komplett zu öffnen. Das macht das Ganze natürlich eine Ecke einfacher, wenn ich das jetzt hier mal eben lösen würde. Dazu hätte ich auch eigentlich das entsprechend passende Werkzeug hier. Tue ich jetzt aber trotzdem mal eben nicht, da ich davon ausgehe, dass ihr das nicht habt und das Armband, ohne es vorher zu öffnen, hier kürzen möchtet. Dann müsst ihr eben schauen, dass ihr das so hingelegt bekommt, dass es flach liegt, genau so. Und jetzt zoome ich da nochmal ein kleines Stückchen ran für euch. Man natürlich aufpassen, dass wir hier gleich nicht gegen das Armband in irgendeiner Weise hebeln. So sieht das ganz gut aus. Armband liegt flach auf dem Boden und wir hebeln jetzt hier nicht gegen die Schließe gleich. Womit hebeln wir? Ja, generell mit einem spitzen, scharfen, nein, scharf sollte er nicht unbedingt sein, aber einem spitzen, stabilen Gegenstand, wie zum Beispiel ein solcher kleiner Miniaturschraubendreher hier. Es gibt dann natürlich auch Spezialwerkzeug zu. Das wäre sowas hier zum Beispiel. Damit kann man das auch machen. Das wäre hier der Armbandöffner. Aber im Endeffekt reicht da jeder Mikro-Schlitzschraubenzieher wie dieser hier. Wichtig ist, dass ihr das Armband hier auf eine weiche, aber nicht allzu nachgebende Oberfläche drauflegt. Weich deswegen, damit wir sie nicht zerkratzen. Die sollte trotzdem Widerstand haben. Das ist hier ein Mauspad im Endeffekt. Also nicht irgendwo auf ein Kissen. So, dass wir jetzt nämlich mit unserem Werkzeug hier in das Loch reingehen können. Ich versuche da noch mal ein bisschen näher für euch ranzukommen und hinter diese eine kleine Vertiefung hier zu kommen, nämlich genau dort hinten. Und von dort aus schieben wir jetzt ganz einfach dieses Plättchen nach vorne. Da müsst ihr unter Umständen ein kleines bisschen Kraft aufwenden. Wichtig dabei, wenn ihr das Armband nicht geöffnet habt, hebelt bitte nicht gegen die Schließe. Aber ihr seht schon, das Plättchen kommt langsam raus, es wird sichtbar. Gegebenenfalls nochmal hier von oben ein kleines bisschen nachdrücken, dann sollte es gleich eigentlich möglich sein, das hier rauszuschieben. Ich stelle das jetzt nochmal eben auf und schiebe nochmal von hier oben ein kleines bisschen nach. Ja, jetzt ist das Plättchen rausgekommen, habt ihr ganz deutlich, ich hoffe, ich habe es jetzt gerade nicht verdeckt, ansonsten blende ich es euch nochmal im Detail ein. Das Plättchen ist jetzt entriegelt und rausgekommen, Armband geht aber noch nicht auf. Denn wir gehen jetzt am besten mit einem zweiten Werkzeug hin, um dieses Plättchen zu greifen. Zum Beispiel hier eine schöne spitze Pinzette. Wenn sich das greifen lässt, so von vorne, doch, das tut es, dann können wir den Stift rausziehen und voilà, das Armband öffnet sich auch schon. Wenn ich noch ein kleines bisschen nachhelfe, genau, da haben wir es geschafft. Und so sieht dann hier übrigens der Spezialstift von Lorus bzw. Seiko aus. Den lege ich schon mal hier in der gleichen Ausrichtung. Nee, nämlich eben nicht so, sondern, na,
So rum. Lege ich den mal wieder hier hin, damit wir den gleich nicht verdrehen. So, in meinem Fall wollte ich jetzt zwei Glieder rausmachen. Deswegen würde ich sagen, ja, jetzt macht es das Ganze auch einfacher. Wenn das einmal auf ist, dann kann ich das nämlich hier schön bequem aufklappen und kann euch das nochmal eben am zweiten Glied hier zeigen. Drehe ich das nochmal eben hier um, damit ich das in meine Richtung drücken kann. Werde jetzt also hier das zweite Glied von rechts nochmal öffnen. Armband liegt schön flach auf dem Tisch. Und ich gehe jetzt hier wieder mit meinem Mikro-Schlitzschraubenzieher rein und schiebe auch dieses Plättchen nach vorne. Ja, der Schraubenzieher, der ist ziemlich butterweich irgendwie. Da müsst ihr eben schauen, was ihr da benutzt. Stellt auf jeden Fall sicher, das ist das Allerwichtigste, dass das hier alles stabil auf dem Tisch liegt, sodass ihr genau nicht abrutscht, wie es mir jetzt hier gerade passiert ist. Ist aber im Zweifel in der Regel nicht schlimm, zumindest beim Gliederentfernen nicht. Da wir das Glied jetzt sowieso rausnehmen, ist auch, glaube ich, nichts Sichtbares passiert. Ich versuche das jetzt nochmal hier mit meinem Spezialwerkzeug. Der Stift ist nämlich ein kleines bisschen dicker und stabiler. So, jetzt ist er aber gekommen. Das hat man, glaube ich, deutlich gesehen. Wie gesagt, da müsst ihr eben schauen, welches Werkzeug bei euch im Hobbykasten, ich gehe davon aus, ihr seid kein Uhrmacher, ihr habt kein Spezialwerkzeug vorhanden ist, welches da am besten passt. Der Mikroschraubendreher gerade, der war wahrscheinlich sogar ein kleines Stück zu dünn noch. Deswegen ist er auch so stark verbogen, falls ihr das gerade bemerkt habt. So, zweiter Stift raus und dann können wir die beiden Glieder hier entfernen. Habe jetzt hier natürlich nur ein Glied entfernt, auch wenn ich eigentlich zwei raushaben wollte. Da habe ich jetzt gerade tatsächlich geschlafen. Deswegen nehme ich hier nochmal das nächste, löse die Verbindung auch nochmal. Hier mit dem Schlitzschraubenzieher hinter. Unser Plättchen, oh, diesmal kam es sogar freiwillig, falls ihr das gesehen habt, so schnell. Also hatten jetzt etwas von jedem. Das erste ging mittelmäßig schwer raus, das zweite war sehr widerspenstig und das dritte konnte es praktisch gar nicht erwarten. So, die beiden Glieder kann ich jetzt schön wegpacken, die werden gesichert. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist, die beiden Teile hier wieder miteinander zu verbinden. Da reicht es im Grunde genommen, die hier ineinander zu legen, ganz genau so, dass wir hier den Durchgang haben durch die Öffnungen. Ja, kann ein kleines bisschen fummelig sein. Und dann jetzt hier von der Seite den Stift einzuführen. Was es deutlich einfacher macht, ist, ich habe euch das Gerät eben schon gezeigt, eine solche Haltevorrichtung hier. Ist in jedem Uhrmacher-Set in Anführungsstrichen für 6 Euro auf Amazon, eBay und Co. zu finden. Da können wir das hier nämlich praktischerweise schön einspannen. Das ist unser offenes Verbindungsstück. Und dort setze ich jetzt ganz einfach einen der gerade rausgeholten Stifte ein. Kann man auch, glaube ich, ganz gut sehen, dass der hier fehlt. So, dabei das Armband nach Möglichkeit nicht mehr auseinanderziehen. Achso, das war falsch rum. Einmal gedreht, so rum. Wir wollen natürlich den Stift hier durch das Loch befördern. So, und dann ja, ist das Ganze eigentlich selbsterklärend. Einmal bis unten durchgedrückt, können wir das Armband schon rausnehmen hier, da der Stift durchgegangen ist. Und den Rest kann man in der Regel mal eben gucken. Nee, kriege ich jetzt nicht mit dem Finger rein. Das war jetzt wieder eine der widerspenstigeren Stifte hier. Leg das nochmal eben hier in meine Haltvorrichtung rein. Dann kann ich nämlich von oben da ein bisschen Druck drauf ausüben. Gibt natürlich auch schöne kleine Uhrmacher, Hammer und sowas alles. Ich mache das jetzt hier mal ganz unprofessionell und drücke da von oben drauf. So, da hat es geklickt und die Verriegelung des Armbandstiftes sollte ganz genau wieder eingerastet sein, genau wie die anderen drei Originale. Und damit habe ich meine schöne Lorus-Uhr hier gekürzt. Ausprobieren, ob sie mir passt, könnte ich eigentlich bei der Gelegenheit auch direkt. Das soll nämlich tatsächlich für mich sein. Und ja, das sieht auf jeden Fall brauchbar aus. Kann man machen. Wie gesagt, gleiche Vorgehensweise im Endeffekt. Habt ihr jetzt auch gesehen, beim Wiedereinsetzen von Armbandelementen hier wird auf die gleiche Art und Weise mit den kleinen Stiftchen hier wieder verbunden. Armband ist gekürzt, Mission abgeschlossen. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Schaut auf meinem Kanal für weitere Videos dieser Art gerne vorbei. Ich wünsche euch jetzt wie immer eine schöne Nacht, einen schönen Tag, was auch immer ihr gerade so Feines treibt. Hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.